So Leute, es ist wieder Samstag. Eine weitere Folge. Das Licht geht aus. So sollte es nicht sein. In der heutigen Folge möchte ich euch ein paar Anfängertipps auf den Weg geben, denn ich finde, das gehört auch mal mit dazu. Sachen, die für mich und die Kollegen, die auf diesem Kanal sind, die schon länger fahren, die für selbstverständlich sind, sind für euch einfach Neuland. Und klar, ihr habt einen Fahrlehrer, aber die können auch nicht immer alles streng nach Lehrplan unterrichten oder mitteilen. Oder sie vergessen mal was. Und da manchen Fahrlehrern halt die Praxis fehlt, dachte ich mal, ich zeige euch oder ich erkläre euch so einiges. Ich würde sagen, mehr nach dem Intro. Dazu müsste das Lenkrad nach vorne klappen. Geil, funktioniert. Also, viel Spaß. Also, wenn ihr irgendwann mal, sagen wir mal, ihr fahrt zum ersten Mal alleine und ihr müsst zu irgendeinem Großlager fahren. Edeka Großlager, Kaufland, Lidl, Aldi, Metro, was auch immer. Erstes würde ich euch sagen, wenn ihr noch nie da wart und ihr habt die Möglichkeit, irgendeinen Kollegen irgendwo in der Nähe zu haben oder ihr habt eine Telefonnummer von erfahrenen Kollegen, fragt, ob die schon mal da waren. Und am besten fragt ihr noch, wie ist denn das so, auf was muss ich achten? Das ist ganz, ganz wichtig, denn in der freien Welt vorne an der Front, da geht es sehr hektisch zu. Da wollen alle an die Rampe. Und wenn ihr keine Fahrerfahrung habt und ihr kommt dorthin, die meisten Kollegen haben kein Verständnis mehr dafür, irgendwo, dass jemand neu ist. Für uns ist es selbstverständlich, dass du beim ersten, zweiten Zug an der Rampe bist, nicht ein paar Mal vor und zurück. Da machen sich dann viele über lustig. Und ihr dürft nicht vergessen, in den ganzen Reihen, sagen wir mal, ihr müsst an eine Rampe ran, in den Reihen rechts und links daneben, sitzen die Kollegen, so wie ich jetzt hier, reden aber nicht auf ihrem YouTube-Kanal, sondern telefonieren oder gucken euch beim Rangieren zu. Und ich kenne das selber von früher. Du kommst hin und du fährst an den ganzen LKWs vorbei. Sagen wir mal, du musst an Rampe 14 und Rampe 1 bis 13, alles voller LKWs. Rampe 15 bis 25, auch alles voller LKWs. Und in jedem sitzt einer drinne und guckt nach vorne aus dem Fenster. Und du fährst an einem vorbei und denkst, oh Scheiße, Alter, die glotzen mich alle an. Und dann wirst du nervös. Das ist kein Scheiß. Ich meine, viele sind wahrscheinlich zu cool, entweder es zuzugeben oder sonst irgendwas. Aber ich sage euch ganz ehrlich, als ich meine erste Fahrt hatte und ich musste zum ersten Mal, damals bin ich noch Gliederzug gefahren, also mit Anhänger, und musste zum ersten Mal an eine Rampe ran. Ey, ich habe geschwitzt wie ein Schwein und ich hatte richtig, ja, weiß nicht, die Buchse voll und ob man das so nennen kann. Aber ich hatte halt einfach, es hat mich einfach total nervös gemacht, dass mich alle angeguckt haben. So, das zum einen. Wenn der Kollege, sagen wir mal, ihr trefft einen und der sagt, ja, ich war schon mal da, du musst auf Folgendes achten, es kann sein, dass du über einen rechten Spiegel an die Rampe fahren musst. So, rechter Spiegel. Was bedeutet das? Ihr habt einen linken Spiegel auf der Fahrerseite und ihr habt einen rechten Spiegel auf der Beifahrerseite. Wo da der Unterschied ist, möchte ich euch gerne mal erklären. Also, passt mal auf. Ihr seht hier hinten das Licht schimmern. Das ist die Posi-Leuchte, das Ende eures Aufliegers. So, daran orientiert ihr euch. Da. Alles schön und gut. Das Problem ist aber jetzt, linker Spiegel ist der Standardspiegel, wie ihr an eine Rampe fahrt. Manchmal ist es aber in Ausnahmesituationen nur möglich, über den rechten Spiegel ranzufahren. Und das Problem an dem rechten Spiegel ist folgendes. Da hinten ist der rechte Spiegel und hier der linke. Der Unterschied ist folgendes. Der Unterschied zwischen rechter und linker Spiegel ist aus dem Grunde sehr verschieden, weil ihr habt diesen Weg zum Spiegel auf der Fahrerseite, der linke Spiegel, das heißt der kürzeste Weg. Das heißt, ihr habt ihn fast vor den Augen direkt. Oder ihr könnt zur Not auch noch das Fenster runter machen, aus dem Fenster nach hinten gucken und habt die direkte Sicht auf die Posi-Leuchte und auf die Rampe, wie ihr fahrt. Anders ist es im rechten Spiegel. Da habt ihr noch die Distanz von Fahrerseite bis zum Spiegel und dann nach hinten zur Posi-Leuchte durch den Spiegel. Also die Distanz zum Beifahrerspiegel. Die ist wirklich, hört sich doof an, aber das ist ein komplett anderes Rangieren. Solltet ihr über einen rechten Spiegel fahren müssen und ihr habt noch kaum Fahrerfahrung, dann empfehle ich euch, wirklich ganz wichtig, auch ein Tipp. Wenn ihr das Fenster unten habt, dann hört ihr, falls ihr euch mal verrangiert, so will ich das mal sagen, ihr kommt zu nah an einen links oder rechts an dem LKW. Und
Die da drinnen sitzen, werden euch warnen. Sie werden euch warnen. Ich sage euch auch warum. Sie warnen euch aus dem Grunde, weil sie keinen Bock haben, dass denen noch der Spiegel abgefahren wird. Und dann dauert nämlich deren Arbeitstag nämlich sehr, sehr lange und sie haben nur Scherereien. Das heißt, sie werden euch spätestens, vielleicht habt ihr auch freundliche Kollegen drinnen, die euch helfen oder warnen. Aber wenn ihr die Fenster oben habt und die Musik an oder ihr telefoniert mit einem, seid ihr abgelenkt. Und beim Rangieren, um Gottes Willen, lasst es. Wenn ihr über den rechten Spiegel anfahrt, Fenster runter, möglichst beide, auch wenn es kalt ist wie Schwein, macht die Jacke zu, scheißegal. Aber ihr hört dann einfach mehr und fahrt in die grobe Richtung an die Rampe ran, haltet an, steigt aus und vergewissert euch nach hinten, ob die Richtung, die ihr eingeschlagen habt, so in Ordnung ist. Und wenn ihr fünfmal aussteigt, scheißegal, scheißegal. Das ist der Praxistipp. Rangieren über linken und rechten Spiegel. Ich hoffe, ihr habt das so einigermaßen verstanden, wie ich das meine. Irgendwo an einer Ampel anhalten müsst, was halt da vorkommt an irgendeiner Straße, immer die Feststellbremse. Im Auto wäre es die Handbremse, beim LKW heißt es die Feststellbremse. Legt sie immer ein, immer. Auch an einer roten Ampel. Nicht nur über die normale Betriebsbremse, das Gespann angehalten, eingehalten, halten, sondern legt die Feststellbremse ein. Warum? Ganz einfach, wenn der LKW losrollt, ich hatte es vor kurzem, ist mir einer leicht auf mein PKW, mein Privat-PKW, draufgerollt. Er hatte gebremst, hat aus dem Fenster geguckt und auf einmal macht es buff. Dann hat er mir hinten drauf gesessen. Er sagte nachher, er hat nicht gemerkt, dass der LKW losgerollt ist. Und da habe ich zu ihm gesagt, hast du die Feststellbremse nicht eingelegt? Nee. Ich sage, ja super, lernt man übrigens in der Fahrschule. Deswegen, eigentlich müsstet ihr auch gelernt haben, also jeder Fahrlehrer sagt euch das, meiner hat es damals auch gesagt, immer die Feststellbremse einlegen, scheißegal, und wenn ihr nur 10, 15 Sekunden irgendwo steht, glaubt es mir, ich mache es immer, Feststellbremse einlegen, seid ihr auf der sicheren Seite, dass der LKW nicht losrollt, denn ihr merkt es nicht. Die ersten Meter, die ihr zurücklegt, merkt ihr nicht, dass er losrollt und dann ist es meistens schon zu spät, wie bei dem Kollegen, der mir hinten draufgerollt ist. Wenn ihr an eine Rampe fahrt, ihr dockt ja irgendwo an den Gummipuffer hinten ran und dann gibt es Kollegen, die bleiben dann einfach so stur stehen. Dann passiert es, wie ich euch jetzt hier gerade gezeigt habe, dass der Puffer abgerieben ist und irgendwann ist der Anschlagpuffer kaputt und weg und das ist ein nützliches Teil. Deswegen fahrt an die Rampe ran und zieht dann nochmal 3-4 cm nach vorne. Ihr seht es jetzt hier gerade in den Bildern, durch die Auf- und Abwärtsbewegung, wenn der Stapler hinten reinfährt, gibt es Reibung und dadurch sind die Gummipuffer irgendwann ab. Beste Beispiel konnte ich heute filmen, da ich einen Mietanhänger hinten dran habe. Und da war zufällig gerade die Situation, dass dieser eine Anschlagpuffer im Eimer ist, weil da irgendwer nicht drauf geachtet hat. Das heißt, ranfahren und langsam ein Stück vor und dann ist gut. Wenn ihr in Großlagern seid und ihr fahrt quer ab und jemand will gerade an die Rampe rückwärts zurücksetzen. Früher, als ich angefangen habe, LKW zu fahren oder zu rangiert haben, da war das eigentlich Standard und gehörte zur guten Sitte. Heute ist es leider so, dass es kaum noch einer macht. Wenn ihr auf einen zufahrt, der gerade rückwärts an eine Rampe rangieren möchte und ihr fahrt quer ab mit eurem LKW bei Nacht, jetzt, ja, ich rede nur von nachts, dann macht das Abblendlicht aus und schaltet auf Standlicht. Warum? Durch euer Abblendlicht blendet es in den Spiegeln oder ihr blendet den Kollegen selber, indem er gerade die Spiegel beobachtet. Und dann dauert das auch wesentlich länger, bis er dran ist. Erstens wird er sauer, weil das blendet. Und normalerweise ist das ein Ehrenkodex, dass man das Abblendlicht dann ausschaltet und auf Standlicht zurückschaltet. Und ihr habt einen Vorteil, er ist wesentlich schneller an der Rampe dran, als wenn ihr ihn blendet. Das wird euch kein Fahrlehrer sagen. Das sage ich euch aus der Fahrerfahrung. Ich bin kein Fahrlehrer, aber ich habe nun mittlerweile über 13 Jahre Praxis. Und es ist leider nicht mehr irgendwie komplett der Fall, dass es jeder macht. Aber fangt ihr einfach an, wenn ihr wieder frisch dabei seid. Gewöhnt es euch an beim Rangieren. Wenn da einer rangiert, bitte das Standlicht an. So Leute, jetzt nochmal zu den Rampen. Und ich habe gerade abgeladen und das ist jetzt gerade die beste Gelegenheit, weil dann hier nichts mehr los ist. Weil ich hier alleine bin, möchte ich euch einfach mal was zeigen. Für diejenigen, die gerade noch in der Maßnahme sind, so will ich das mal ausdrücken, und den Führerschein vielleicht übers Arbeitsamt bekommen oder sind halt gerade bei der Fahrschule noch beschäftigt oder vielleicht sogar bei einer Spedition. Aber die wissen es am besten, wie man es euch so beibringt. Also, ihr seht jetzt hier die ganzen Rampen.
So, ihr seht unten diese Metallteile, die sind einfach nur mal noch eine Fahrerhilfe, um in der Spur an die Rampe zu kommen, denn normalerweise geht es nach diesen weißen Strichen, ja? Sieht man das? Ja. Diese weißen Striche, da und da, das ist also die Breite, das ist die Ideallinie, die du mit dem Auflieger beim Andocken haben solltest. So, jetzt ist hier alles leer. Normalerweise sind hier, das sieht immer meistens, oder was heißt meistens, ist in jedem Großlager sieht es ähnlich aus. Manchmal variieren die Rampen ein bisschen, diese Metallteile gibt es meistens nicht, das ist hier eine tolle Sache, dass es die gibt. Manche mögen es auch nicht, je nachdem, ist halt noch eine zusätzliche Hilfe. Und eine Anfahrhilfe oder eine Andockhilfe, nenne ich es einfach mal. Aber normal sieht es grundsätzlich von den Rampen her in jedem Großlager so aus. Mit einem Unterschied. Da sind fast alle Rampen belegt. So, jetzt kann es passieren, dass ihr zwischen zwei angedockten LKWs genau dazwischen müsst. Und das erkläre ich euch jetzt am besten mal. Was ich damit meine, wie euer Fahrlehrer euch vielleicht ein bisschen was helfen könnte, was normalerweise nicht gemacht wird, weil das vergessen wird. So, ich zeige euch das mal. Ich bin hier auf den Kameraknopf gekommen, wieder sensationell. Also, da wo der braune Teer aufhört und ins schwarze geht, ja, bis dahin ist ungefähr die Länge des LKWs. So. Und ihr werdet im Laufe eurer Führerscheintraining, werdet ihr sowas üben wie rückwärts reindrücken, mit dem Anhänger oder mit dem Auflieger. Super. So, machen wir das noch mal an. Genau. Was aber selten geübt wird, ist Folgendes. Euer Fahrlehrer soll mal abstecken, einmal da, wo ihr den Auflieger oder den Anhänger reindrücken müsst, also quasi eine Rampe simulieren, und rechts und links daneben auch LKWs simulieren, die an einer Rampe stehen, sodass ihr üben könnt, zwischen zwei geparkten LKWs reinzufahren. Das ist am Anfang, wenn nicht so viel Platz nach vorne ist, nämlich relativ schwer und da passieren die meisten Rangierunfälle, wie Spiegel abfahren etc. Das heißt, sprecht mit eurem Fahrlehrer, weil er sieht das wahrscheinlich von der Praxis her halt nicht so, dass man das trainiert. Es steht auch, glaube ich, nicht auf dem Lehrplan. Ich glaube, auf dem Lehrplan steht nur, dass man dieses Rückwärtsfahren üben muss und das Rückwärtsdrücken, dieses Rangieren, aber nicht, wenn man zwischen zwei geparkte LKWs rangieren muss. Und wenn ihr mal Zeit habt und den Stoff alles so durch habt, dann wäre das mal eine tolle Möglichkeit. Macht es bis zum Erbrechen, denn wenn ihr vorne an der Front seid, kommt diese Situation. Mensch, es Kinder, was ist denn hier heute los? Dann kommt die Situation schneller, als ihr denken könnt. Und das hat jeden oder viele Neulinge zum Schwitzen gebracht. Wie, weil ich euch auch gerade gesagt habe, dass viele in den LKW sitzen und euch dabei zugucken. Also lasst. Sprecht mit eurem Fahrlehrer, ob er diese Situation mal nachstellen könnte. Ist ganz einfach mit Pylonen aufstellen und dann werdet ihr sehen, wie schwer das manchmal ist. Wenn ihr mit dem Auflieger zum Beispiel trainiert, ist es noch schwerer als mit dem Gliederzug, weil der ein bisschen steifer nach hinten ist und halt rauskommt und dann ruckzuck der Spiegel ab ist. So, das dazu. So, das soll es auch schon fast wieder gewesen sein von den Fahranfänger-Tipps. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran. Das Gewinnspiel. So, das Drama-Gewinnspiel, also hätte ich nicht erwartet, dass ihr so eine klasse Community seid. Natürlich wusste ich, dass ihr eine klasse Community seid, aber dass ihr ja so krass seid. Ich habe ja gesagt, der letzte Kommentar gewinnt. Aktuell, ich gucke mal kurz nach. Moment. Also, ich habe gerade geguckt. Es steht immer noch kein Gewinner fest, weil ich glaube, das höchste an Stunden, die jemand geschafft hat, ohne dass man wieder kommentiert wird, waren 8 Stunden. Bedeutet, wenn wir dieses Drama wirklich mal geschafft haben und es gewinnt einer dieses eine Cappy, dann werde ich mir fürs zweite Cappy eine andere Gewinnmöglichkeit aussuchen, weil das dauert ja sonst ellenlang und da habt ihr sicherlich auch keinen Bock drauf. Ich habe es nicht so erwartet, aber ihr seid schon cool. Ich habe einen Partner gefunden, der Shops, T-Shirts und Jogginghosen etc. Die werden gerade designt und dann gehen die bald in die Produktion. Da freue ich mich echt fett drauf, dass das jetzt endlich mal geklappt hat. Auf jeden Fall freue ich mich da echt sehr drauf, dass ich da einen adäquaten Partner gefunden habe. Viele von euch haben darauf gewartet und haben mir mal geschrieben, wann kommen jetzt endlich die Klamotten. Jetzt kommen sie bald. Also, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ohne dass jetzt mal Fahrvideos dabei waren, musste jetzt auch mal sein. Ich hoffe, ihr seid nicht sauer und traurig und so kommt alles wieder. Ich wünsche euch schöne Ostern, viel Spaß mit eurer Familie. Lasst euch nicht unterkriegen, trinkt einen auf mich. Ein Jägermeister am besten und dann hören wir uns nach Ostern wieder. Wieder samstags gegen Abend, denke ich mal. Alles klar. Macht's gut, Freunde. Tschüss.
liebe euch.